Also ein paar Liter sind es schon, die da alljährlich auf dem Straubinger Goldbrunnen-Volksfest aus solchen Containern in die Festzelte gepumpt werden. 750 bis 800.000 Maß Bier konsumieren die Volksfestbesucher jährlich in den 11 Tagen Volksfest. Und wir schauen jetzt mal ans andere Ende dieser Leitung. Im Festzelt Wenisch steht da der wohl älteste Schankkellner des Straubinger Volksfestes. Sepp Hermberger ist 78 Jahre alt und steht seit über 50 Jahren am Zapfhahn. Da hat mich mal der Schenkkellner gefragt, was ich einen Schluck Bier will. Und ich sage, Frale, warum nicht? Und dann hat er mal gesagt, ich soll hinten gehen, zum Einschenken, soll ich probieren. Und dann habe ich es halt gemacht, seit immer, seit 62. In Straubing schenkt der gelernte Metzgermeister seit 1988 aus und fährt mit Sohn und Enkel, die auch beide im Wenisch als Schankkellner arbeiten, jeden Tag aus dem Landkreis Cham nach Straubing. Die Arbeit am Zapfhahn hält ihn jung. Da fällt nichts, habe ich keine Probleme. Spricht's und sorgt weiter dafür, dass der Biernachschub gewährleistet bleibt. In Straubing liefern insgesamt 5 Brauereien ihre eigens fürs Volksfest gebrauten Festbiere in die Zelte. Also ein Festbier ist, wenn man es mit einem normalen bayerischen Hellen vergleicht, einfach von allen mehr, von allen bessere Qualität. Und am Ende gibt es ein Bier, was sehr gehaltvoll ist, was sehr viel Alkohol auch hat im Vergleich zum normalen bayerischen Hellen, was einfach zu einem besonderen Anlass auch sich gut trinken lässt. Ja, und wenn die Festbierquellen in den Zelten dann in der Nacht langsam am Versiegen sind, dann können Sie sich natürlich trotzdem noch Ihr Bierchen genehmigen. Zum einen an den Ständen hier auf dem Festplatz oder auch in der Innenstadt. Der kluge Mensch, ich sage es dir, der redet nicht, der trinkt sein Bier.